Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator. Weiterhin nehmen wir mal Wenigkeit Labor. So, jetzt noch diese zwei, drei Mal, dann haben wir es. So. Blub, blub, blub. Bei Mutti den Garten auch mitgedüngt. Warum nicht? So muss das. So, fertig. Nö. Gut, dann machen wir den Rest doch noch. Bin ich gerade überlegen, ob ich noch neuen Dünger kaufe gerade. Weil 1600 ist nicht mehr viel. Und noch zwei Pakete gerade dazu holen. Weil wir sind ja gerade hier unten. Blub. Abschließen. Dann hätten wir noch Feld 20 und 15. Karte. 15 ist hier oben. Da müssen wir eh hin. Dann können wir 15 machen. Alles klar. Auftrag 15 nehmen wir an. Akzeptieren. Danke. So, und wir holen uns dann mal gerade noch ein bisschen Dünger. Hier unten war ich auch noch nie, glaube ich. So, das ist Saatgut. Deswegen bleibe ich gerade mal hier stehen. Das ist... Warte mal. Düngertank. Nein, nein, ist nichts. Aber das ist auch Saatgut. Ja. 1098 für 2100. 1900. 2000 wären 1800. Und das ist günstiger. Mineraldünger da. 1, 2, 3. Das sind jetzt 3000 Dünger, den wir jetzt nochmal dazu gekauft haben. Würde bedeuten, wir hätten mehr als vorher und wir haben sage und schreibe, und das muss man gerade einfach so sagen, immer noch 12.000. Wir hatten 4,9. Also wir machen immer noch, oder wir haben immer noch kräftig Gewinn. So, und so voll war er vorher nicht. Ne? Also, für die Leute, die dann hier, müsst ihr zurückspulen und euch das nochmal angucken, oder in der letzten Folge müsst ihr euch das nochmal angucken, aber Feld 15 ist halt jetzt auch eine schöne Größe, ne? So, fahren wir hier hin und gib ihn. So. Zack, auf die Vögel drauf gedüngt, dann werden sie auch schön groß. Witzig. So. Machen wir das hier nämlich auch mal drauf. Und dann können wir, haben wir glaube ich noch eins und dann sind wir durch. Dann haben wir alle Felder gedüngt. Geile Sache. Würden wir ja beim nächsten Mal, wenn wir Zeit finden würden zum Ernten oder so, würden wir ja gut Kohle machen damit dann auch wieder. Wenn ich es denn schaffe. Muss man auch mal sagen. Der Vorteil ist, dass ich durch die Unkosten, die ich hatte, wenn ich gleich meine Felder dünge, damit auf jeden Fall wieder drin habe auch. Und andere Sachen ja auch, also alles gut. Ich glaube, für den Auftrag kriegen wir auch irgendwie 4 oder so. Also ich glaube, das, was wir gleich ausgegeben haben, haben wir schon wieder drin. Ist eigentlich perfekt, so wie es gerade läuft.
Und dass ich auch die ganzen Aufträge angenommen habe mit Düngen, ist eigentlich auch ziemlich gut. Weil es ist im Spiel 15:43 bis 18 oder 19 Uhr können wir auf jeden Fall machen. Und wenn wir dann noch ein paar Felder haben von denen, die wir abernten können mit dem Dingens, dann tue ich das auch. Warum sollte ich es dann nicht machen? Wir müssen aber, oder ich darf hauptsächlich nicht vergessen, wir müssen unsere Felder ja auch noch machen. Aber nur einmal. Und beim nächsten Mal darf ich halt nicht vordüngen. Dann hätte es auch gepasst. Aber da will ich dann nochmal gucken, ob wir das nicht irgendwie hinkriegen mit Mist oder so aufs Feld oder mit Gülle. Gülle, Gülle, Gülle. Entweder wir verkaufen die Gülle oder wir machen es weiterhin so. Muss ich mal gucken. Das kann aber nicht so... muss ich gucken, wie ich es mache, echt. Ey, das Feld hier ist wirklich groß. Das ist vielleicht eins der größten. Vom Gefühl her würde ich schon fast sagen, echt. Ich glaube, der hätte uns auch ein größeres Gerät gegeben, wie wir jetzt fahren, aber... ist ja Bullshit, sich ein Gerät zu leihen und weniger Geld dafür zu bekommen. Ich fahre vielleicht einmal mehr, also... der Bullshit. So. Chick, chick, chick. Letzte Runde. Lass backen oder lies. Oh, gut, gut, gut. Dann müssten wir gleich um die 6K, 16K wieder. Boah, das ist... und ein Feld haben wir noch. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal reparieren. Auf jeden Fall den Düngerstreuer und den Träger. Hat jetzt schon einiges runter heute. Ja, Feld 15 abgeschlossen. Perfekt. Man müsste irgendwie einen Bonus bekommen, wenn man wirklich so und so viel extra gemacht hat. Keine Ahnung. Also ich finde schon, abschließen... und dann hätte man nur noch eins. Und das wäre Feld 20. Auch wieder riesengroß. Kriegen wir 5000 für. Feld 20 ist. Ja, genau. Oh, da unten. Okay, wir sind jetzt hier. Wir fahren Hauptstraße und Bayernmühle oder so runter oder hier lang. Hier sind wir auch noch nie lang gefahren. Ja, fahren wir hier mal auf die Hauptstraße und dann gucken wir uns den ganzen Gedöns an. Fahren wir hier zwischendurch. Oh, 17.000 haben wir nämlich jetzt schon. So. Haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, ne? Die Karte groß machen. Ja, jetzt hier gleich links runter, dann müsste ich da eigentlich hinkommen. Eigentlich. Rein in den Wald. Ja, komm. So. Schick. Oben angekommen. Dann gib ihn.
Oh, perfekt. Ich guck lieber von oben. Das ist wirklich heilige Scheiße, ist das groß. Na, leck mich am Arsch. Ja, das könnte ein bisschen dauern, Leute, aber wir haben Zeit. Aber vom Groben her haben wir eh keine Aufträge, keine Aufgaben mehr. Einen Augenblick, Leute, ich muss einfach. So, ganz kurz geantwortet. So, weiter geht's. Anmachen und gib ihm. Da hauen wir den hier raus, den alten Düngersack. Wird auf jeden Fall gut. Dann kommen wir nämlich jetzt schon wieder auf 20.000 mit Dünger dazu kaufen. Ich würde sagen, wir sind gleich wieder auf demselben Stand, wie wir waren. Haben wir trotzdem gut Geld gemacht. Daher ist das eigentlich in meinen Augen perfekt. Müssen jetzt nur noch zusehen, dass wir unsere eigenen Felder noch einmal düngen. Und dann können wir gucken, ob das mit den beim nächsten Mal mit dem Säen dann funktioniert mit dem Dünger. Und wir müssen die Kühe noch sauber machen. Das müssen wir auch und dann sehen wir es. Dann sollte eigentlich der Tag wiederum sein. Alter, der Weg ist wirklich lang. Ohne Scheiß jetzt, Leute. Also wenn wir irgendwann so ein Feld besitzen, da brauche ich den größten Mähdrescher auf Hundertprozentigkeit. Also mit diesen kleinen Pille-Dingern, das kannst du ja vergessen. Aber für das Gerät hier könnten wir uns ja auch, glaube ich, noch eine Erweiterung holen. Also daher ist das alles schon ganz okay. Bisschen mittig ausrichten hier, so. Also, wenn wir die neuen Klaas-Geräte haben, deswegen, ich werde auch auf den größten Klaas-Mähdrescher gehen. Erstens finde ich dieses ganze Design von dem Ding unfassbar. Ich weiß nicht, ob ihr selbst spielt und euch das geholt habt, aber auch hinten wieder Stroh rauskommt und diese, das ist unfassbar, Leute. Es ist wirklich ein ganz anderes wie die anderen. Aus dem Grund kriege ich den. Und das ist wirklich das erste Gerät, was ich dann auch wirklich mir neu hole von dem DLC. Weil dann sind wir eigentlich auch gut ready für noch mehr Felder. Aber wie gesagt, die kleinen Felder kosten ja auch kein Geld, ne? Aber unser Mähdrescher ist jetzt schon für meine Verhältnisse mega überlastet. Aber das sehen wir dann. Vielleicht hole ich dann wirklich noch 9 und 10 dazu und wir hauen da dann Sojabohnen oder so drauf. Müssen wir mal gucken. Und Körnermais und so könnten wir ja auch noch machen. Haben wir ja das Gebiss für. Daher ist das auch vollkommen gut. Also abernten tue ich dieses hier nicht. Also, boah, das könnte man höchstens machen, wenn man wirklich eine Automatik, also wirklich hier KI drauf fahren lässt. Aber wird man dann genug Geld machen? Glaube nicht.
So. Eigentlich sollten wir alle Aufträge fertig haben mit Düngen. Zack. Ernten. Ernten, grubbern, ernten. Ja, wir fahren aber erstmal zum Hof. Und gucken, was unsere Felder machen. Der Dünger, der jetzt hier drin ist, ist 1 zu 1. Würde ich schon fast sagen. Alter, hier will ich gar nicht lang knallen. Sag auch erstmal wieder vielen Dank. Bis morgen. Tschüss.